Servus, endlich wieder unterwegs. Durch Corona konnte ich die letzten 10 Wochen keine Anwendungsvideos machen. Aber jetzt bin ich gerade wieder unterwegs durchs Allgäu. Ich bin der Matze von Z-Laser. Nehme euch heute mit zu der Firma Baufritz in Erkheim. Super coole Jungs, super coole Firma. Gibt seit 1896, damals als kleine Zimmerei angefangen. Mittlerweile mit 400 Mitarbeitern, Vorreiter im Bereich ökologischer Fertighäuser. Und die Jungs haben seit Anfang 2020 mehrere LPHFD2-Projektoren von uns im Einsatz. Der Projektor ist wirklich ideal dafür, egal jetzt im Bereich Holzbau oder auch Beton, Schmutz, Feuchtigkeit, Staub, der ist super unempfindlich, was Temperaturschwankungen angeht. Der kann, glaube ich, 50, 60 Grad, kann der gut aushalten. Und ich treffe mich jetzt gleich mit dem Roland. Der zeigt mir so ein bisschen, wie sie die Projektoren integriert haben, wie die Erfahrungen der letzten Monate damit sind. Und dem schauen wir jetzt einfach mal über die Schulter, was so passiert. Ich freue mich schon drauf. Der Laser zeigt uns das komplette Holzgerüst an, wie es auf dem Tisch aufliegt, wie die komplette Wand aussehen soll. Ja, hilft uns beim Ausrichten in der Winkel von Zargen und Schrägen. Der Z-Laser spart uns wesentlich Zeit, Aufwand, Laufwege. Man vermeidet einfach Fehler beim Ausrichten oder von Teilen einsetzen. Davor haben wir mit Maßband, Alulatte und Plan halt alles aufgerissen, ausgerichtet. Oftmals war bloß das X-Le auf die falsche Seite gemacht mit Maßband oder so oder ein Zahlerdreher drin, dass du halt um Zentimeter versetzt bist oder so und das merkt die halt vorne beim Nagel gleich oder beim Blatt ausrichten. Ich fahre jetzt gerade wieder aus Erkheim raus. War richtig cool. Vielen Dank nochmal an Baufritz, dass wir bei euch filmen durften. Vielen Dank an Rohle, dass ich dir über die Schulter schauen durfte und dass du noch ein bisschen was erklärt hast. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu den Anwendungen habt, zu den Laserprojektoren, schreibt uns einfach in die Kommentare, schreibt uns eine E-Mail, egal an Vertrieb, ans Marketing, wir antworten so schnell wie möglich. In diesem Sinne, bleibt gesund, Servus und bis bald.